15 Jahre, da hatte man noch nichts. Was hatte man? Parkplatz, aber kein Auto. Wieso? Heute hast du zwei Autos. Aber kein Parkplatz. In 15 Jahren, das war noch eine Zeit. Sonntags gab's Fleisch. Mhm. 8 Mann am Tisch, ein Kotelett. Ein Kotelett nur. Das war eine Zeit, das muss man sich mal vorstellen. Ein Riesentisch, ein Kotelett, 8 Mann sitzen da dran. Da hatte man noch Stromausfall. Ja, und da? Da ging das Licht wieder an, ich habe 7 Gabel in der Hand. Ach. Hör mal, ich wollte dich immer mal fragen, hast du eigentlich auch ein Hobby? Hobby? Ich habe mehrere Hobbys. Ich war damals Bergsteiger. Aha. Ich habe einen 8000er ganz allein gemacht. Ich war 6 Wochen unterwegs. Schön. Aber kann man vergessen, kommst du oben an, kein Schwein ist da, was soll er eigentlich? Also da kann ich dir doch nur eins sagen, da habe ich doch ein viel schöneres Hobby als du. Du hast immer was Besseres wie ich, jedes Mal. Da könnte ich bekloppt werden, da könnte ich verrückt werden. Ich meine, es ist keine große Umstellung für mich, aber ich könnte bekloppt werden, ehrlich. Jedes Mal hast du was Besseres wie ich. Ja, da passt doch und so. Jedes Mal. Ich fahre jedes Mal hast du. Ich fahre doch jeden Sonntag mit meiner Frau in die Grüne. Hallo, du kleine süße Sau, du, was machst du denn da, ne? Auf eine ganz große Wiese. Habt ihr keine Betten zu Hause? Was macht ihr da? Da lassen wir immer einen fliegen. Ihr lasst da einfach ein. Ja. Wir sind mit 20 Mann in einem Verein. Die lassen alle einen. Mhm. Wir haben doch ein Vereinslied. Kennst du das dann nicht? Bist du gerade am Singen oder? Und jeder hat eine Fernsteuerung. Die sind ferngesteuert? Ja. War das nicht all jit? Die sind noch all bei der Post angemeldet. Die jeder all, die ihr da fliegen ja. lasst, die sind bei der Post angemeldet. Wie hält er die Briefmarke da drauf? Ja. Sind die Luft getrocknet oder feucht angewässert? Da hätte doch jeder seinen eigenen Kanal. Na ja, den habe ich ja auch. Ja, das ist wichtig, sonst hält ja einer der andere runter. Ich habe vorher einen fliegen lassen, der ist ja nicht mehr wiedergekommen. Der war weg. War weg. Ohne Tschüss zu sagen. Warst du traurig? Ja, was denkst du dann? Oh, da muss ein Guter gewesen sein. Also. Tut mir leid, dass der weg ist, ehrlich. Ich meine, man muss sich auch in seine Lage versetzen. Ne? Man hängt da dran und weg ist er. Wer weiß, ob man den jemals wieder sieht. Tut mir leid, dass der weg ist, ehrlich. Hm? Ja, was meinst du denn jetzt? Ich wollte dir gerade einen ausleihen, aber ich kann im Moment ja, nicht. Hör mal, hast du noch nie was von einem Modellflugzeug gehört? Du sprichst hier von einem Modell. Ja, was denkst du dann? Das sagst du mir jetzt, ist du schöner Fifi. Und ich will dir hier noch einen ausleihen. Drück mir den Schlupfen auseinander wegen dir. Bist du auch wieder am Flirten? Ist ein Hobby von mir, ja. Du sollst dir lieber ein Beispiel an mir nehmen. Wieso? Ich bin 25 Jahre glücklich verheiratet. Immer fest dran glauben. Und ich schenke meiner Frau so ja zur Silberhochzeit ein goldenes Armband. Ein goldenes Armband? Ja. Gefangen, gefangen in goldenen Ketten. Man könnte auch so singen. Er schenkt seiner Frau ein goldenes Armband. La 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 la. Ist der beklagt. Ich meine, ich glaube, ich schenke meiner Frau zur Silberhochzeit eine Afrika-Reise. Wie, so weg bist du nach Afrika? Afrika, ich so, pass auf. Oh,
Ist es jetzt so? Was willst du denn, Fräuschen, wenn ich zur goldenen Hochzeit schenke? Was heißt das schenken? Da hol ich dich wieder ab. Ich war im Urlaub auf Mallorca in Sarkoma. Ach, so krank warst du? Ich war doch nicht krank. Das, so heißt doch der Urlaubsort. Ach, war schön? War schön. Freut mich für dich. Weißt du, was ich da gemacht habe? Keine Ahnung. Stell dir vor, ich habe eine Frau mitten im Berufsverkehr über die Straße gebracht. Mhm. Und wie alt war die Dame? War so circa 80. Mein Gott, hier sind alle so ran, ehrlich. Da sollst du der Leverin ein Beispiel dran nehmen. Pass mal auf, mein Freund, ich war auf Hawaii. Du warst auf Hawaii? Aloha! Ja, was heißt das dann? Das heißt Küste Hügel, Küste Moje. Aloha! Ich habe eine ältere Dame vom Ertrinken gerettet. Da hast du bestimmt das Verdienstkreuz gekriegt. Schlimmer, ich habe eine Fresserin gekriegt. Also. Wie von der Aalfrau? Von einem Mann, der kannte ich ja nicht. Der Kerl ist noch frisch geworden. Was hätte er dann gesagt? Er meinte, der günstige Schwiegermutter schwimme mir selber beibringen, ja. Ja, weißt du, wenn man so älter wird, dann hat man ja uns ab und zu ein Wehwehchen, ne? Na ja, das geht schon ins Feuer, ja. Ja, stell dir vor, ich habe mir vorige Woche meinen Sympathikus in die geklemmt. Weißt du, was das für ein Ding sind? Oh. Das sind Schmerzen. Ja. Wie kann man sich dann der Sympathikus einklemmen, hör mal? Im Sitze beim Fahrradfahren. Beim Radfahren? Ja, und immer wenn ich durch den Wald fahre. Ah. Da sind ja so viele Hubbele. Oh. 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 Durch den Wald? Ja. Kannst du mit deinen Sachen, was ich da je mache, so? Immer wenn du mit dem Rad fährst, hast du den Sympathikus eingekriegt? Immer. Mach doch da unseren Sattel auf den Fahrer, was hältst du davon? Ja. Du warst da wieder auf Gran Canaria, ja? Ich war auf der Insel Baca de Catalaca. Wo am Strand. Da habe ich mich angepasst, habe ich mir eine Tanga angetrocknet. Och. Eine Tanga? Da war ja ein Neid am Strand, ich den Tanga anhatte. Och. Warum war dann da Neid? Ich hatte den Verkehr drum an, da war ich ja. Warum lachen Sie? Sie haben doch ja nichts gesehen. Am Strand hat keiner gelacht, die haben mich erkannt und haben gesungen. Was haben die dann da gesungen? Lingelingeling, da kommt der Eiermann, jawohl. Ich habe jahrelang mit der Lufthansa gearbeitet. Ich habe schon alles geflogen, mein Freund. Ich habe damals ein Bimbo geflogen. Moment, du meinst eine Jumbo? Hör mal, hast du da Flugschein oder ich, hör mal? Ich habe schon Chester-Maschinen geflogen, Karibik, Nassau, Cat Island. Damals eine Chester mit 6 Damen an Bord. 6 Damen? Scheiße, habe ich vergessen zu tanken, das war ein Problem, du, ehrlich. Ja, was war dann da? Da musste ich notlanden auf einer unbewohnten Insel. Unbewohnt? Vorher. 6 Frauen. Ich ganz alleine. Mhm. 6 Frauen. 6 Jahre verschüttet. Ich kann das Wort Sex nicht mehr hören. Und die hatten alle eine Bambushütte. Die waren Kilometer weit auseinander. Und jede Frau wollte mich haben. Das war eine Lauferei, kann ich das sagen, du. Was meinst du, dass wir abends die Füße wehgetan haben? Aber sonntags hatte ich frei, Junge. Ja, was hast du denn da gemacht? Hab ich auf den höchsten Berg geklettert, hab ich geguckt, ob Hilfe kam. Ist da noch Hilfe gekommen? Nach 4 Jahren, ein Mann auf einem Floß. Ich war so glücklich. 3 Tage frei in der Woche. Ich an den Strand, hab den umarmt, der hat mich gar nicht mehr losgelassen, der Junge. Ich sag, wie heißt du denn? Ich heiße Detlef. Ja, und da? Da war mein Sonntag auch hin, ist doch klar, oder? Hör mal, du hast mir mal erzählt, du wärst auch schon mal mit deiner Schwester in Australien gewesen. Ja, in Australien, da müsst ihr mal hinfahren, wie die Eifel, alles rote Erde, das ist schön. Die Eingeborenen sind so schwarz, ich habe 4 Mann umgelaufen, ich habe die nachts ja nicht gesehen. Ich habe gesagt, Jungs, nehmt doch der Bambusröhre mit abends, wenn ihr spazieren. Wir haben so Bambusröhre, sollen sie reinblasen, da weiß ich, wo du stehst, ja. Kennst du so ein Bambus und jeder so? Hör mal, hast du den denn noch mal?
Hast du denn auch uns gezeigt, wie man hier Musik mit? Oh, ihr schaut doch meine Flitschperme gehabt hier. Mein Überlebensinstrument. Mhm. Ich hab die eingeboren in Kreis gebildet mit denen. Da hab ich mich da mitten reingestellt. Da hab ich ein Lied komponiert. Das ging so, muss ich klären. Also, soll ich mal? Ja. Genauso wie Sie jetzt gucken, haben die auch geguckt, wissen Sie? Da haben die das Rohr ausgepackt. Da habe ich Gas gegeben.